Experten in der Devisenbörse ist Stefan Gäde von der HSR Nordbank. Herr Gäde, der Euro hält sich gut über 1,33. Ist das so die Komfortzone? Ist das gerechtfertigt? Ja, ich denke schon, dass das angemessen ist, Herr Groß. Europa holt auf und nach 6 Quartalen mit einer schrumpfenden Wirtschaft geht es jetzt endlich wieder aufwärts. Die BIP-Zahlen haben positiv überrascht, nicht zuletzt wegen der Euro-Schwergewichte Deutschland und Frankreich. In USA dagegen gab es bei den letzten Konjunkturdaten auch einige Enttäuschungen, wie bei der Industrieproduktion, die im Monatsvergleich dann doch nur stagnierte. Und was dem Dollar aus meiner Sicht am meisten zu schaffen macht, ist die Angst der Anleiheanleger vor steigenden Zinsen und den entsprechenden Kursverlusten. So ziehen sich die Anleger aus den langfristigen Staatsanleihen zurück und im Juni verringerten allein die Japaner und Chinesen ihr Engagement um ein Volumen von über 40 Milliarden US-Dollar. Und der Trend dürfte sich ja noch verstärken, wenn dann die US-Notenbank ihr Anleiheankaufprogramm reduzieren wird. Das ist ja auch im Prinzip irgendwie der Stein des Weisen oder des Pudels Kern oder wie man es nennen will. Wir warten ja auf das Protokoll der FED-Sitzung, steht ja Mitte der Woche auf dem Terminkalender. Die Europäer haben sie gesagt, das ist das Thema Konjunktur, die kommen in Fahrt. Und jetzt halten die Amerikaner dagegen mit dem Protokoll der letzten FED-Sitzung, ist ja fast ein bisschen schwächlich, oder? Ja, es geht hier ja eigentlich immer um dieses Anleiheankaufprogramm. Wenn das reduziert wird, dann glauben eben alle, die Wirtschaft ist gut. Und das ist ja beim letzten Mal so gewesen, dass nur einige Mitglieder gesagt haben, ja, wir müssen jetzt frühzeitig die Anleihenankäufe reduzieren. Die Mehrheit war eigentlich dagegen, hat gesagt, warten wir mal ab, bis die Arbeitsmarktdaten stimmen. Und wenn sich jetzt in der letzten Sitzung die Stimmanteile verschoben haben, dann könnte man jetzt daraus ableiten, dass diese angekündigte Rückführung der Anleihenkäufe schon ein bisschen früher kommt, im September oder doch erst im Dezember. Und die Spekulation ist einfach darauf ausgelegt, dass es halt ein bisschen früher losgeht im September und das dürfte dem Dollar dann Auftrieb geben. Ob der Euro dann aber umgekehrt profitiert, wenn es denn doch nicht eintritt, das wage ich dann doch zu bezweifeln. Aber das heißt, da führen dann beide Währungen dann doch irgendwo ein Eigenleben? Ja, ein bisschen schon. Aber es ist halt sehr, sehr schwierig, dann nun ernsthaft was rauszuholen. Denn der Markt spekuliert ja für sich auch schon in die Richtung. Der Markt spekuliert und die Marktteilnehmer, die gucken sich ganz gerne auch so die Charttechnik an. Vielleicht für die Charttechniker unter unseren Zuschauern, auf was für Marken sollten die achten? Ja, wir haben ja heute schon mal so ein bisschen in Richtung 1,3380 das versucht. Da ist so eine Widerstandszone, die geht bis 1,34 glatt. Wenn die dann überwunden ist, wäre 1,3450 die nächste Marke und dann sind wir schon in Richtung Jahreshöchststand unterwegs. Das wäre dann 1,3640. Abwärts gerichtet ist Unterstützung bei 1,33 und danach dann so 1,3250. Naja, und ganz unten 1,3180. Schauen wir mal kurz nach Japan. Da gab es ja heute Konjunkturdaten. Was macht der Yen jetzt aus diesen Vorgaben? Ja, das Ganze war dann doch sehr enttäuschend. Und der Yen hat Boden verloren und schuld sind die Außenwirtschaftsdaten. Das sieht erst auf den ersten Blick gar nicht schlecht aus. Ne? Die Exporte sind im Juli kräftig gestiegen. Aber leider auch die Importe und volumenmäßig macht das doch eine ganze Menge mehr aus. So steht unter dem Strich ein unerwartet hohes Handelsbilanzdefizit und das ist das drittgrößte seit 1979. Ja, damit setzt sich so ein bisschen die Reihe der schwächeren Konjunkturdaten fort und dann bin ich auch ein bisschen skeptisch im Hinblick auf die aggressive Geldpolitik in Japan und ich gehe davon aus, dass der Yen in den nächsten Wochen unter Druck bleibt. Der Yen bleibt in den nächsten Wochen unter Druck und der Euro, der kriegt möglicherweise noch ein bisschen Rückenwind. Stefan Gäde von der HSR Nordbank, vielen Dank. Ja, gerne. Vielen Dank für Ihre Fragen, Herr Groß.